Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Rise of the Tomb Raider. So, meine Lieben, irgendjemand schießt hier. Ich muss mal eben gucken. Da unten ist dieses, was auch immer das ist. Aber hier ist anscheinend auch irgendjemand, der hier wieder Ärger macht. Boah. Mir wird immer so schlecht, wenn ich das sehe. Nicht schießen. Ich gehöre zu Jacob. Wir sollten auf sie warten. Aber diese Schweine haben uns gefunden. Oh Gott. Ist alles okay? Ich schaff's schon. Aber ich muss hier weg, falls die Eindringlinge zurückkommen. Da ist eine Höhle. Hinter der Brücke da. Eine Wolfshöhle. Dort sehen sie nicht nach. Aber allein kann ich sie nicht räumen. Nicht so. Wenn sie sie töten, hätten wir einen sicheren Ort zum Sammeln. Ich hätte vielleicht sogar etwas für Ihre Pistole. Können Sie uns helfen? Ja! Ja, natürlich. Bleiben Sie in Deckung. Ich komme wieder. Danke. Jacob hatte recht mit Ihnen. Ja, das ist schön. Okay, wir sollen jetzt da hinten hin. Dann markiere ich mir das mal. Ich wollte mir das markieren. Frechheit. Okay, dann eben nicht. Markiere ich mir das halt eben nicht. So, ich schätze mal, ich muss einfach über die Brücke gehen. Das Ziel darf uns nicht entwischen. Wir müssen wissen, warum sie Team Bravo gefolgt ist. Oh. Bravo ist unterwegs auf keinen weiteren Widerstand gestoßen. Findet die Einheimischen. Wir brauchen Antworten. So, der ist schon mal weg. Huch. Auch weg. Der ist auch weg. Oh. Die Unruhen im Sägewerk. Besiegen Sie die Trinity-Soldaten. Wenn hier jemand ist, es ist sicher. Sie kann rauskommen. Ach, das war schon die Mission, ja? Alles klar. Haben Sie die Höhle geräumt? Ist sie sicher? Nein, noch nicht. Ach so. Okay. Also das war doch nicht das. Das waren jetzt hier nur die Trinity-Soldaten, die wir jetzt anscheinend entfernt haben oder sie muss sich noch hier drin verstecken. Gekillt haben. Ja, ich kümmere mich auch gleich darum. Ich muss mich jetzt erstmal um die Höhle kümmern. Die Höhle ist hier. Da können wir nichts mehr mitnehmen. Hier auch nicht. So, hier müssen wir jetzt die Höhle räumen. Einmal Höhle räumen. Hatte ich die nicht schon mal geräumt? Hier ist ja niemand. Doch, da. Oh. Mensch, wieso verziehe ich denn so heute? Das gibt's doch nicht. Oh Gott. Von wegen. Okay, das war schlecht. Das war auch schlecht. Was war das denn? Okay. Okay, ja, von wegen, da sind keine, ne? Okay, ich sollte da echt ein bisschen aufpassen. Aber es war auch jetzt gerade mega schlecht, ey. Oh Gott. Oh nein. Ah, okay. Das war mega schlecht gerade. Ich weiß auch nicht, was das jetzt war, ey. Ich habe ja den Bogen... Nein, noch nicht. Ich habe ja den Bogen komplett verzogen. Mach ich noch. Hä, auf einmal sind da drei solcher Dinger? Hm. Merkwürdig. So, ich kümmere mich jetzt erstmal nochmal um die Höhle. Das kriegen wir schon hin. Ich darf nur den Bogen nicht so verziehen, Mensch. Aber das ist auch so dunkel hier drin. Okay, jetzt kommen die gleich alle. Vielleicht schieße ich einfach hier mit.
So, okay, jetzt haben wir es geschafft. Das ist gut. Können wir hier noch alles mitnehmen? Ah, das sind schon viele Wölfe hier jetzt gewesen, die hier waren. Aber ich war hier schon mal in der Höhle, oder? Da war hier noch nicht so viel. Da meine ich das nur. Ja, vielleicht meine ich das auch nur. Ist ja auch egal, jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Ich habe mich noch gar nicht umgezogen, ne? Merke ich gerade. Eigentlich habe ich ja immer was anderes an. So. Okay. Ach, hier ist die Brücke. Hier ist noch Munition, das ist gut. Jetzt kann ich auch erstmal hier meinen Bogen wieder nehmen. Und dann gucken wir uns gleich die Dinger da an. Sie muss sich noch hier drin verstecken. Ja, ich weiß. Sie versteckt sich. Sie versteckt sich irgendwo. Jetzt sagen wir erstmal hier unten Bescheid. So, hey, die Luft ist rein. So, da bin ich wieder. Da hat sich doch tatsächlich jetzt einfach das Spiel aufgehängt. Also ich weiß echt nicht, was im Moment los ist. Erst sterbe ich wegen Wölfe und dann stürzt das Spiel ab. Die Höhle ist leer. Sie können jetzt hingehen. Dort sind Sie sicher. Vielen Dank. Hier, nehmen Sie. Jacob bat uns, Sie zu beschützen, aber Sie haben gar keinen Schutz gebraucht. Alles klar, wir haben ein Pistolenvisier bekommen. Mission abgeschlossen. So, ja, ich habe keine Ahnung, was gerade los ist. Es leckt. Ich habe keine Einstellungen geändert. Und trotzdem leckt es gerade ohne Ende. Sie muss irgendwo hier sein. Und das Spiel stürzt ab. Das ist natürlich nicht so schön. Nichts. Aber auf jeden Fall groß genug für ein Versteck. Okay. Dann hier vielleicht. Blut. Sie ist verletzt. Stopp! Stehen bleiben! Ich bin nicht von Trinity. Mein Name ist Lara und deine Waffe ist nicht geladen. Ich kann sehen, dass der Zylinder leer ist. Der Schlagbolzen hat eh nie funktioniert. Du bist verletzt. Ich muss mich nur kurz hinsetzen. Lara, nicht wahr? Ich bin Nadja. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Wieso? Ist jetzt das Spiel schon wieder irgendwie kaputt oder was ist da jetzt los, dass die Schuhe und der Gürtel so komisch aussieht? Also, jetzt so langsam wird's lächerlich mit dem Spiel, muss ich ganz ehrlich gestehen. Was kann ich tun? Mein Großvater hat sich nachts aus dem Dorf geschlichen. Ich glaube, er will zum gottlosen Tal, wo die Hexe Baba Yaga lebt. Ich wollte ihn einholen, als mich die Eindringlinge erwischt haben. Vor meiner Geburt hat die Hexe meine Großmutter ermordet. Großvater hat immer von Rache gesprochen. Aber ich hätte nie geglaubt, dass er es tatsächlich wahr macht. Die Zeit ist knapp und in dem Zustand kann ich nicht selbst gehen. Wir müssen ihn finden. Ja. Ich werde dort lang gehen und versuchen, seine Spur aufzunehmen. Oh, danke. Der Pfad zum Tal führt durch die Höhle östlich von hier. Okay, also es kann natürlich auch sein, also ich glaube, das ist echt ein Fehler, oder? Ich werde jetzt aber das Spiel nicht nochmal neu starten, das mache ich nicht. So, wir wissen jetzt, wo wir hin müssen, nämlich um diese Baba Yaga Mission zu machen. Das ist übrigens aus dem DLC, soweit ich weiß, weil für Rise of the Tomb Raider gab es, als dieses Spiel hier für den PC erschienen ist, kam ein DLC für die Xbox raus, also gleichzeitig. Anscheinend gibt es den DLC jetzt auch schon für PC, da habe ich nämlich gar nicht mehr drauf geachtet, ob es den schon gibt. Ist nicht gut genug, um das hier zu verstehen. Alles klar. Das scheint eine Art Karte zu zeigen. Ja, das ist schön. So, ich wollte jetzt noch gucken, das hier können wir noch einsammeln. Und dann wollte ich noch gucken, hier hinten irgendwo. Moment, ich muss mir... Wieso drücke ich immer den falschen Knopf erst? Ich will diese Münzen noch einsammeln. Also definitiv die Münzen noch einsammeln. Und dann, oh shit, wie komme ich denn da dran? Die sind da oben. Alles klar. Ja, jetzt sag mir nicht, die sind da oben, wo ich denke, dass die da sind. Moment mal.
Nein. Sehr schön. Und zack. Dip, 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 dip. So, die Münzen möchte ich noch einsammeln und dann hoffe ich einfach mal, dass hier... Hey, wo sind die Münzen? Ach, da unten sind die Münzen. Ja, verdammt. So. Da unten. Na, lass doch mal los. Nein. So. Na, geht doch. Geht doch. Endlich haben wir die Münzen gefunden, Mensch. Ich dachte, die wären weiter oben. Dass die so weit hinten sind, hätte ich nicht gedacht. Aber okay. Haben es gefunden. Oh, was haben wir denn hier? Interessanten Ort entdeckt. War ich hier schon mal drin? Nö, anscheinend nicht. Okay, damit bin ich voll. Hier haben wir noch was. Ah, hier können wir was kaputt machen. Wieso habe ich denn diesen interessanten Ort vorher noch nicht entdeckt? Ich weiß auch nicht. Wow. Aber ich war schon mal in etwas, das so ähnlich aussah, oder? Wenn das nicht sogar das ist. Das sieht so ähnlich aus. Okay. Da liegen noch ein paar Münzen. Yeah. Oh, hier. Vorratsschuppenartikel erhältlich. Damien, der Baumeister des Propheten. Griechisch haben wir jetzt schon auf 4. Meine Güte. Wir sind ja richtig gut. Hey, und da ist eine Kiste. Da wollen wir hin. Oder ein Sarg. Dazu sagt sie jetzt nichts. Na, dann gucken wir mal. Oh. Da oben muss ich dran. Eine Schriftrolle. Städte baut man nicht mit Plänen allein. Man braucht Material und jemanden, der weiß, wie man baut. Damien war dieser jemand. Es heißt, er konnte Steine nur aus einer Handvoll Erde und einer Zunderbüchse brennen. Sein Handwerk soll göttlich inspiriert gewesen sein. Seine Hand gab den Träumen der Architektin eine Form. Okay. Aber die Frage ist doch, wie komme ich da oben dran? Da müssen wir weiter forschen. Wahrscheinlich müssen wir hier durch. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus hier. Was sind denn das hier für Pflanzen? Die sehen so interessant aus. Als ob man damit irgendwie was machen könnte. Ja, das brauche ich leider nicht. Leider, leider. Ach so, jetzt bin ich hier oben. Das ist gut. Dann kommen wir jetzt zu dem Sarg oder der Kiste oder was auch immer das ist. Wow. Okay. Yeah. Teil antiker Bogen. 2 von 4. Schick. Das finde ich gut. Oh, dann haben wir hier ja anscheinend alles. Oder? Sie guckt sich natürlich auch trotzdem alles an, aber ich glaube, das war's so ziemlich. Sehr schön. Kann ich hier wieder durch? Ja. Cool. Da haben wir sogar noch was entdeckt, Mensch. Das freut mich. So, jetzt nichts wie raus hier. Und dann wollen wir mal gucken, was es mit diesem Baba Yaga auf sich hat.
Das finde ich irgendwie schön, dass man das Baba Yaga sogar jetzt schon machen kann. Und nicht gezwungen ist, erst das Spiel durchzuspielen, bevor man das dann machen kann. Weil ich bin ja immer so DLC-faul, wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt. Ich mag DLCs nicht sehr. Nee. Dementsprechend, ja, gucken wir uns doch einfach mal Baba Yaga an. Mal gucken, ob wir das überhaupt schaffen. Was ist das da eigentlich? Muss ich da drauf schießen? Vielleicht mit der Pistole? Nö, auch nicht. Nö. Also da weiß ich noch nicht, wie ich die Dinger kaputt kriege. Das ist natürlich doof. Aber das macht nichts. So, Baba Yaga, das soll irgendwo genau da hinten in der Höhle sein. Die Frage ist, komme ich da wirklich einfach so weiter? Weil eigentlich war da nichts, als ich da das erste Mal geguckt habe. Da war da wirklich nichts. Oh, hier sind Wölfe. Wo? Wo sind die Wölfe? Ich weiß noch nicht. Wir haben noch keine Wölfe gesehen. Da hinten soll das sein. Irgendwas ist hier. Aber ich sehe es nicht. Wow. Ein Puma. Wow. Das machen wir mal lieber aus sicherer Entfernung. Okay, also sobald ich hier hochgehe, okay. Komm. Komm, kleiner Leopard. Oh. Glück gehabt. Wow. Au. Komm. Es ist ja wieder reingerannt, ey. Gibt's doch nicht. Komm da immer nicht weg. Du stirb doch mal. Wo ist er? Ist er wieder rein? Also so kriege ich den nicht kaputt. Okay, wartet mal. Idee. Ich habe eine Idee. So. Okay. Komm, wir laufen einfach mal hier in die Höhle rein. Komm, roll doch mal bitte wieder, Lara. Haben wir's? Ah, endlich. Böser Leopard. Oh, das war anstrengend. das war echt anstrengend. Hier war ich schon mal drin, da war hier gar nichts. Und jetzt können wir allerdings das hier auch öffnen.
Sehr schön. Hier ist ein Pfad. Gut ausgetreten. Yeah! Ob das jetzt ein optionales Grab ist oder Baba Yaga? Ich bin mir nicht so sicher. Geh mal einfach hier rein. Ich hoffe, es kommt nicht noch ein Leopard auf mich zu. Das wäre nicht so toll. Der eine war jetzt schwer genug. Lara, ich habe bei einem toten Eindringling ein Funkgerät gefunden. Kannst du mich hören? Laut und deutlich. Ich kann die Frequenz der Eindringlinge überwachen, während ich mich verarzte. Ich melde mich, wenn ich was Nützliches höre. Alles klärchen. So, ich mach mal hier ein paar neue Giftpfeile, falls doch mal ein Leopard vorbeikommen sollte. Und außerdem mache ich hier an der Stelle nur noch erstmal einen Cut. Wir sehen uns in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi.